Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV und heute geht es mal um ein Thema, was man nicht nur mit Optionen handeln kann, sondern auch direkt. Und zwar untersuchen wir heute mal den Unterschied zwischen dem SVXY und dem VXX. Also SVXY, VXX, für alle Optionshändler, für alle, die sich so in unseren Kreisen bewegen, mittlerweile gängige Instrumente, denn gerade in diesem Jahr haben wir diese Instrumente wahnsinnig häufig gehandelt. Wir haben Optionen darauf gehandelt, wir haben die Underlyings direkt gehandelt. Ich weiß aber, dass es viele Trader gibt, die mit diesen Begriffen gar nichts anfangen können, mit diesen Instrumenten überhaupt nichts anfangen können. Und aus dem Grunde möchte ich heute mal ein bisschen auf diese beiden Produkte eingehen. Wir werden im Anschluss gleich noch ein paar mehr Videos dazu aufnehmen, zu dieser ganzen Problematik, weil es einfach super spannende Instrumente sind, mit denen man wahnsinnig viel machen kann. Und wir fangen vielleicht erstmal an, eine Grundlage zu erklären, nämlich was ist denn überhaupt, was sind diese Produkte, worauf beziehen die sich? Alle oder die meisten, glaube ich, die hier auch zuschauen, die kennen ja die Volatilität, den VIX. Und das ist ja die Volatilitätskurve, die sich aus den, beziehungsweise die Volatilität, die sich aus den implizierten Volatilitäten des S&P 500 herleitet. Und zwar ist das immer die Volatilität, die gerade jetzt im Markt ist. Das heißt also, es wird gemessen, das wird alle 10 Sekunden über Computer gemacht, wird gemessen, wie hoch sind die impliziten Volatilitäten von S&P 500 Optionen. Da werden at the money, out of the money, in the money genommen, verschiedene Laufzeiten, dass man im Schnitt auf ungefähr 30 Tage kommt. Und das ist also das, was momentan Händler bereit sind, für Optionen, für Absicherung zu bezahlen. Und damit bekommt man mit dem VIX eigentlich eine sehr, sehr gute oder einen sehr guten Blick darauf, was gerade am Markt passiert. So, jetzt ist es aber natürlich so, dass viele Händler nicht nur schauen wollen oder sich nicht nur handeln wollen, was passiert denn jetzt gerade, sondern was passiert denn in der Zukunft. Und da der VXX selber nicht gehandelt werden kann, es ist ein synthetischer Index, den kann man nicht darstellen, gibt es verschiedene Produkte, die auf diesen VXX aufbauen. Unter anderem gibt es die sogenannten VIX Futures. Und wir hatten ja schon mal in einem Video die Thematik Terminstrukturkurve thematisiert, ich glaube sogar über die VIX Futures. Ich will es an der Stelle deswegen nochmal ganz kurz wiederholen. Also VIX Futures, Futures auf die Volatilität sind natürlich Wetten auf die Zukunft. Das heißt, wie wird sich denn die Volatilität in Zukunft entwickeln? Und wenn wir uns einfach mal anschauen, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Future, der hat einen Preis von, was weiß ich, sagen wir mal 17,2 und der hat eine Restlaufzeit von 20 Tagen. So, jetzt gibt es in jedem Monat so einen VIX-Future, das heißt, die verfallen immer oder haben immer einen, verfallen immer einmal im Monat und der nächste muss ein bisschen teurer sein in der Mehrzahl der Fälle. Warum? Wenn ich davon ausgehe, wir haben zurzeit Ruhe am Markt, alles ist ruhig, alles ist entspannt, wir haben keine Crashphase. Und wenn wir sagen, wann ist denn die Wahrscheinlichkeit höher, dass es mal wieder zu Volatilität am Markt kommt? In den nächsten 20 Tagen oder 30 Tage später in den nächsten 50 Tagen? Ich glaube, da wird jeder sagen, naja gut, die Wahrscheinlichkeit ist schon größer, dass es innerhalb der nächsten 50 Tage mal passiert. Und aus dem Grunde wird er ein bisschen mehr kosten. Was weiß ich, der kostet von mir aus 17,80. So, wenn wir nochmal 30 Tage dazu nehmen, aber 80 Tage, wann ist da wieder die Wahrscheinlichkeit größer? Bei 20, bei 50 oder in den nächsten 80 Tagen? Natürlich in 80 Tagen und so weiter und so fort. Und aus dem Grund wird er wieder ein bisschen teurer sein. Der kostet vielleicht, was weiß ich, 18, 10. So, und daraus ergibt sich so eine Kurve hier, eine sogenannte Terminstrukturkurve. Die Termine, die Struktur. Und das ist der sogenannte Normalzustand, der sogenannte Contango-Zustand. Die hinteren Kontrakte kosten mehr als die vorderen Kontrakte. Und bei der Volatilität, beim VIX, ist das in fast 95% der Fälle oder der Zeit ist das der Fall, dass sich diese Kurve ergibt. So, und jetzt kommen wir mal darauf, was machen denn diese beiden Produkte? Fangen wir mal an, als erstes mit dem SVXY. Der hier. Warum haben wir diese beiden übrigens gewählt? Weil es auf diese Optionen zu handeln gibt. Das sind also ganz normale ETFs.
sind sehr, sehr liquide, werden also wirklich zu Hunderttausenden jeden Tag gehandelt. Die Optionen werden zu 10.000, zu 100.000 manchmal am Tag gehandelt. Also ganz tolle, liquide Produkte zum Handeln. So, und wie funktioniert das Ganze jetzt? Fangen wir an mit dem SVXY. Der SVXY versucht Folgendes zu machen. Dadurch, dass wir hier eine ansteigende Terminstrukturkurve haben, in der meisten Zeit der Fälle, wird ja immer Folgendes passieren. Dieser SVXY versucht durchschnittliche Bestlaufzeiten von 30 Tagen in diesen Futures abzubilden, und zwar indem er diese Futures shortet. Das heißt also, er geht immer die ersten beiden Kontrakte short, und zwar immer in so einem Verhältnis, dass er sagt, die Gesamtlaufzeit von diesen beiden muss 30 Tage ergeben. Das heißt, wenn es jetzt so ein Verhältnis wäre, 20 und 50 Tage, dann würde er sehr viel mehr von diesem 20er Short gehen und würde dann ein paar weniger von 50, und sobald hier mehr Zeit vergeht, würde er hier vorne einfach ein paar auflösen und hier hinten ein paar wieder Short gehen. Und was passiert da jetzt? Der ist Short, ne? Der ist Short den VX, also die VX Futures, und zwar den ersten und den zweiten. Und jetzt überlegt euch mal, was der machen muss, wenn der Short ist. Und zwar, der ist den Short und muss den jetzt auflösen, weil er in den hier hinter muss. Das heißt, der kauft hier für 17,20, der gibt also 17,20 aus und kann sofort den nächsten wieder verkaufen für 17,80. Das heißt, der macht hier 60 Cent bei jedem Trade, in dem Falle macht er Gewinn, und damit profitiert er von Rollgewinnen. Und deswegen, also der profitiert von Rollgewinnen, oder der macht Rollgewinne. Und das ist seine Art, wie er handelt. Er ist Short diesen, muss in den rollen, und damit macht er einen Rollgewinn. Jetzt schauen wir uns das Ganze beim VXX an. Der VXX wurde, ich glaube, sogar ein bisschen eher entwickelt. Und bei dem geht es darum, dass die Leute sagen, ich möchte Long Volatilität sein. Weil manchmal passiert ja Folgendes, nämlich wenn Volatilität in den Markt kommt, wie zuletzt im August 2015, dann schießen natürlich die Futures nach oben, entsprechend der VXX mit. Warum? Weil der macht Folgendes. Der versucht auch wieder diese durchschnittliche Restlaufzeit von 30 Tagen zu handeln. Allerdings, und das ist der Unterschied jetzt zu dem, der ist long den VX 1 und 2. Und zwar, der kauft also den und der kauft den, versucht wieder durch das Rollen zu erreichen, dass er im Durchschnitt wieder 30 Tage hat. Das heißt, er wird wieder am Anfang mehr von dem haben, und je mehr Zeit vergeht, wird er diese verkaufen und wird mehr von dem kaufen. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn der heute so einen Future verkaufen muss, das heißt, er muss den für 17,20 verkaufen, nimmt also 17,20 ein und muss für 17,80 verkaufen. Nein, Entschuldigung. Der ist long, der muss verkaufen, muss den kaufen. Also der verkauft den und kauft den. Das heißt, er bekommt 17,20 und muss 17,80 ausgeben. Und was passiert? Er macht Rollverluste. So, er macht also Rollverluste. Und das ist mal der grundlegende Unterschied, dass der SVXY darauf aus ist, Rollgewinne zu machen. Der VXX ist jetzt nicht darauf aus, Rollverluste zu machen, sondern er will long einfach Volatilität sein. Aber das beinhaltet das nun mal, dass er permanent Rollverluste machen muss, außer eben in den Zeiten, wenn sich die Terminstrukturkurve mal umkehrt und mehr und dann Rollgewinne hier anfallen und Rollverluste hier anfallen. Also wenn diese, zum Beispiel wie wir es jetzt im August hatten, wenn die Terminstrukturkurve dann so hier ausschaut, das hier oben ist irgendwie, was weiß ich, bei 30 und das hier ist bei, der zweite ist bei, was weiß ich, 25. Na, dann ist es natürlich so, der ist wie Short, der ist Short bei 30, muss kaufen und muss bei 25 weiterverkaufen. Das heißt, er macht 5 Dollar Verlust. Umgekehrt, in dem Falle macht der VXX dann Rollgewinne, nämlich er ist long diesen, verkauft den und kann für 25 kaufen, macht er 5 Dollar Gewinn. Bedeutet, in der Normalsituation wird hier immer unser SVXY profitieren und in der umgekehrten Situation wird immer der VXX profitieren. Und damit haben die auch einen fast identischen Gleichlauf, bloß mit dem Minuszeichen davor. Das heißt, wenn der hoch geht, geht der runter, geht der runter, geht der hoch. So, es kommt natürlich dazu,
dass beide ETFs natürlich Gebühren haben. Ne? Es muss immer ein bisschen angepasst werden, damit auch damit die Berechnungsgrundlage stimmt. Sie haben Gebühren drin und so weiter und so fort. Und deswegen ist es so, dass sie dann doch nicht zu 100% 1:1 laufen. Das heißt, die Performance langfristig gesehen, wenn man jetzt sagen würde, ich bin immer, das Blaue, ja, ich bin immer short den VXX oder ich bin im Gegensatz immer long den SVXY, dann wäre diese hier besser, weil ja alle Kosten, die anfallen, den Wert des VXX drücken, alle Kosten, die hier anfallen, den Wert des SVXY drücken. Hier habe ich zwar permanent Rollgewinne oder fast immer, aber ich habe natürlich die Kosten. Hier habe ich Rollverluste, das will ich mit einer Short-Position, aber ich habe natürlich hier auch Kosten und das ist auch wieder gut. Ne? Also so gesehen ist, wenn man die reine Performance betrachtet, ist der VXX das bessere Instrument gegenüber dem Long SVXY. So, müssen wir aber noch was betrachten, nämlich wir müssen natürlich noch betrachten, wie ist denn das Risiko, auch wenn es vielleicht nur ein theoretisches Risiko ist. Und zwar stellen wir uns einfach mal vor, wir haben aktuell einen Stand im VXX, der VXX hat aktuell einen Wert, ich glaube von um die 18 etwa, ne? So von um die 18 und der SVXY, der hat glaube ich aktuell einen Wert von, müsste so knapp um die 60 sein. So, ungefähr um die 60. Das Ganze jeweils mal 100, weil es ETFs sind. Das heißt, wenn ich einen VIX habe, dann sind das hier 1.800 Dollar. Und wenn ich einen SVXY habe, dann sind das 6.000 Dollar. Das haben wir ja gesagt. Okay, wir wollen grundsätzlich immer hier short sein. Und wir wollen grundsätzlich immer hier long sein. Beziehungsweise das dann noch mit entsprechenden Optionen behandeln. Das heißt, hier short calls, hier eher short puts. Jetzt betrachten wir uns mal das reine Risiko, und zwar das theoretische Risiko. Und zwar, was wäre denn, wenn es jetzt zu einer extremen volatilen Situation kommen würde? Das heißt also, die Vona würde explodieren, analog wie wir das jetzt hatten, zum Beispiel 2008 bei der Pleite von Lehman Brothers. Was ist dann das Risiko? Theoretisch kann der SVXY ins Unendliche steigen. Das heißt, wenn ich hier 1.800 Dollar geschortet habe und er würde sich verzehnfachen, er würde hier von 18 auf 180 gehen, dann wäre ich ihm 18.000 Dollar hinten, beziehungsweise ziehen wir das mal ab, 16.000 Dollar hinten oder so. Könnte für ein kleines Konto relativ riskant sein, wenn du ein 10.000er Konto hast und du liegst 16.000 Dollar hinten, dann bist du schon längst raus, weil dann haben sie dein Konto platt gemacht. Okay? Der SVXY, der kann aber theoretisch nur auf Null fallen. Ne? Der kann theoretisch nur auf Null fallen, das heißt, der hat ein beschränktes Risiko. Mehr als den Wert, den er hat, die 60 Dollar. Und übrigens, das an der Stelle angemerkt, man muss jetzt aber auch nicht immer 100 Stück handeln. Ne? Man kann auch nur einen handeln oder 10 oder 15 oder 37, das spielt keine Rolle. So, wenn der jetzt in einer extrem volatilen Situation, wir wissen, wenn die Vola ansteigt, verliert der SVXY, dann kann der theoretisch nur auf Null fallen. Der VXX könnte theoretisch ins Unendliche gehen, auf 180.800, 1,8 Trilliarden. Also, aber wir wissen natürlich alle, das ist reine Theorie. Also der kann sich sicherlich vervierfachen, verfünffachen, verzehnfachen, halte ich schon für fast ausgeschlossen. Nichtsdestotrotz, das Risiko ist theoretisch vorhanden, es ist latent vorhanden und das muss man natürlich beachten, wenn man das Ganze macht. Nichtsdestotrotz halte ich beide Instrumente für hervorragende, oder mit beiden Instrumenten kann man hervorragende Trades machen. Wir werden hier noch ein paar Sachen vorstellen. Und man muss allerdings aufpassen, ich werde jetzt in einem der Videos dann auch mal zeigen, wie man mit dem SVXY, wenn man es falsch macht, obwohl er hier ein begrenztes Risiko hat, trotzdem richtig viel verlieren kann, mit dem natürlich genauso, und worauf man dann achten muss. Und deswegen heute, das war also dieses Video, da ging es erstmal so eine kleine Einführung, den Unterschiede VXX, SVXY. Wir machen jetzt gleich anschließend noch ein paar zusätzliche Videos zu dem Thema und die kommen dann hier so nach und nach mit auf dem Kanal. Wenn ihr schon Erfahrungen habt mit diesen beiden Produkten, also
Volks X, S Volks Y oder was es da noch alles so gibt, dann schreibt uns das mal hier in die Kommentare rein. Stellt eure Fragen zu dem Thema, dann können wir das gern mit beantworten. Handelt ihr das nicht? Wenn ihr es handelt, warum handelt ihr es? Wenn ihr es nicht handelt, warum handelt ihr das nicht? Wo macht ihr das? Was habt ihr einfach so für eine Meinung dazu? Schreibt mir das in den Kanal. Vergesst auch nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren. Da kommt noch ganz, ganz viel in nächster Zeit. Nicht nur ums Thema Optionen, sondern insgesamt um Börsenhandel. Natürlich werden wir immer den Blickpunkt Richtung Optionen haben, weil es einfach tolle Instrumente zum Handeln sind. So, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute. Servus, macht's gut. Bye, bye.